Überall Unkraut. Und wie kriege ich das weg? Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge hier bei mir auf der Fischtal. Ja, wie ihr seht, ich habe irgendwie auch ein, ja, nennen wir es, dezentes Problem. Ich habe Unkraut auf den Feldern. Ich habe keine Maschine mit Pflegebereifung. Ich habe keinen Striegel. Ich habe den MF zurückgegeben. Ich habe den MB-Truck zurückgegeben. Weil ich dachte, ich verfange mich so ein bisschen in Maschinen austesten und hier mal und da mal. Und irgendwie muss ich ja auch mal sehen, dass ich mal weiterkomme. Ne? Und deshalb dachte ich mir, ich finde mich jetzt mal beim Händler ein und wir werden jetzt in dieser Folge erstmal schauen, dass wir einen Kompakttraktor bekommen, ja, mit Frontlader und einen Striegel auf jeden Fall, weil die können wir dann auf den Feldern losschicken. Die können nämlich schon mal in der Zeit die Arbeit machen und also den Striegel werden wir dann umhängen an den Deutz und der kann dann, will ich mal gucken, ich weiß das noch nicht so genau, aber auf jeden Fall müssen wir da ja ordentlich jetzt mal losmachen, ne? Auf jeden Fall, wie ihr merkt, ich bin mir da noch ziemlich unsicher. Was aber definitiv Fakt ist, dass wir einen Kompakttraktor brauchen mit Frontlader und er muss auch die Pflegebereifung haben. Ich habe mal hier ein bisschen was durchgeguckt, ne? Und irgendwie kommt mir halt dieser hier ziemlich entgegen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Der Valtra, ja, wobei der Valtra auch wiederum, ne? Ich sag mal, beide fahren 40 km/h, ne? Also, Moment, ich gehe noch ein bisschen rüber, so, dann seht ihr die jetzt mal im Vergleich. Der Valtra hat bis zu 145 PS und der Massey Ferguson bis 130. Fahren beide 40 km/h. Der Valtra ist schwerer als... Quatsch, ne, der Valtra ist leichter. Der Valtra hat einen größeren Tank und... Ja, ich weiß nicht. Wir können uns ja mal den Valtra angucken. Den können wir ja mal gerade schnell konfigurieren. Den machen wir mal komplett hoch auf 145. Dann haben wir schon 101.000 kostet der uns. Die Farbe gefällt mir ja gar nicht. Was nehmen wir da mal für den Valtra? Haben wir ja auch standardmäßig irgendwie was Valtra? Valtra. Die Farbe hat Valtra drum leben nicht. Komm, wir nehmen einfach mal, was wäre denn in Ordnung? Wir können den ja mal hier, komm, wir lassen den mal komplett in schwarz. Ich glaube, das geht noch. Komm, wir lassen den auch mal mit den Felgen. Wie gesagt, also, ne, ist alles Geschmackssache, ne? Aber so geht es so einigermaßen. So, der hat auf jeden Fall Pflegebereifung. Ich weiß, das sieht aus wie eine riesen Frisbee-Scheibe. Aber wir brauchen ja eine Option. Ne? So, das hier ist ja kostenlos. Diese Reifensound. Active, Versu. Was ändert sich da? Nix, oder? Versu, Active. Ach so, das ist das Innenleben hier, ne? Kostet ein Tausender mehr. Hier haben wir die ganzen Hebel und hier haben wir alles. Ach, das finde ich cool. Das will ich gern so haben. So. Wir können Quicke nehmen. Den würde ich nehmen. Ja? So. 107.000. So, das heißt Kombination. Natürlich. Ist ja mal wieder kein Frontlader in der Kombination vorhanden. Oh. Ist das hier manchmal? Ich gehe auf Frontlader und da geht er mir dann in ein anderes Menü rein. Ganz komisch. So,
Also, ich würde, dafür brauchen wir ja keinen großen Frontlader, sondern eher so einen kleinen. Den würde ich erstmal so standardmäßig nehmen. Und dafür würde ich jetzt mal in die Kombination gehen. Wir haben eine 1000 Liter Schaufel. Hätten wir auch noch eine Option B? Nee, haben wir nicht. Dann kaufen wir uns die normale Standardschaufel erstmal noch dabei und dann ist gut. So, das haben wir. Dazu möchte ich noch einen Striegel haben. Ein Striegel würde ich gerne nehmen wollen. Den hier. Der hat 9 Meter, den würde ich kaufen. So, Leute, wir haben richtig Geld gerade investiert. So, dann hängen wir das alles an und dann geht es los, ne? Und ich habe auch noch etwas platziert auf dem Hof, noch was Neues, weil ich habe ja gesagt, wir brauchen ja auch Frischmais so. Und nicht nachher als Silage. So, ich bin dann hergegangen und habe mir noch ein Silo platziert. Da zeige ich euch auf jeden Fall jetzt noch. So, geht er jetzt nicht vorne hoch, sonst brauchen wir noch ein Gewicht. Wird schwierig, ne? Aber der kommt eher an den Deutz dran. Warum an den Deutz, sage ich euch gleich. Die Pflegebereifung, die habe ich jetzt extra gewählt, dass wir überhaupt einen haben mit Pflegebereifung. Alles gerade ein bisschen durcheinander, weil ich gerade so 1000 Dinge in der Birne habe, die ich gerne hier machen will. Und zwar sieht es jetzt wie folgt aus. Wir fahren jetzt erstmal zum Hof. Dann zeige ich euch als allererstes mal. So, komm. Als allererstes zeige ich euch jetzt mal, was ich noch gebaut habe. Und den Grund warum. Hier haben wir ja auch ein Silo. Dieses Gebäude hier. Da bin ich halt wirklich am Überlegen. Hier ist halt eine Halle dran. Hier ist auch das Silo. Hier habe ich aber nur Weizen drin. 27.000 Liter. Mehr nicht, ne? So, und hier habe ich jetzt die Ballenpresse und die Mähwerke drin stehen. Die könnte ich gegebenenfalls, die Mähwerke ist ja auch noch ein Thema, ne? Das werden wir ja auch noch, die werden wir ja auch mal umtauschen. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht diese, ja, diese Scheune oder dieses Silo mit der Halle, ob ich das nicht gegebenenfalls abreißen soll und mir was anderes hin platzieren soll, weil. Dazu komme ich jetzt. So, passt mal auf. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. So, weil wir nämlich stehen gleich hier auf dem Feld starten. So, ich bin hier um die Ecke gegangen. Habe hier ein paar Bäumchen hingesetzt. Und ich habe hier ein Unterflurssilo Nee, ich habe hier ein Unterflurssilo hingebaut. In das Silo können wir auch alles reinschütten, was wir, sag ich mal, ernten oder was wir natürlich auch gewinnen durch Ernten und so. Und wenn, dann können wir halt wirklich hergehen und sagen, wir können uns da auch portionsweise immer irgendetwas entnehmen, ne? So. Den Striegel stellen wir hier hin und jetzt werden wir gerade erstmal hier so eine Schaufel. Ja, Moment, wartet mal. Na, komm. Jetzt soll es halt nicht ausschütten. Ich will das aufnehmen. Genau. So wie ich das weiß, brauchen die Schafe. Ja, moin, da war ein Zaun. Boing. So wie ich das weiß, brauchen die Schafe auf jeden Fall auch Frischmais. So, ich will hoffen, das klappt jetzt oder schüttet du reif und. Ne, das passt. So, dann haben die auf jeden Fall auch schon mal.
zumindest mal ein bisschen was zu essen. Ne? Können wir ja gerade mal gucken. So, Schafe. So, Saftfutter, 20%. Ja, komm, da schütten wir noch eine Schaufel da rein. Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, dem was zu geben. Schande über mich. Aber ich sag mal, es stand ja auch sehr viel so jetzt mal auf dem Plan, ne? Also für mich auch, ne? Klar, ich bin hier irgendwie alleine, ne? Ich muss sehen, dass alles irgendwie läuft, ne? Ist alles ein bisschen was schwierig, aber kriegen wir schon hin. So, guck mal, und da sind sie doch schon direkt am Fressen. Guck doch mal einer an. So. Da kommen sie doch schon direkt angerannt. Das ist doch schön. So, passt mal auf, mit dem Striegel, ne? Verhältet sich so. Wir können jetzt hergehen. Ja, wir können jetzt hergehen und den Deutz dafür nehmen. Der steht ja auch hier vorne. Wir fahren jetzt noch nichts kaputt. Aber der hat ja eine ganz normale Bereifung drauf. Vielleicht mag ich auch an der Stelle nochmal sagen, mir geht es halt um das Game. Ne? Es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, boah, realistisch ist das ja gar nicht, ne? Oder würde ich anders machen? Natürlich, jeder macht alles anders. Ne? Oder jeder macht es unterschiedlich, sagen wir mal so. Ne? Mir geht es einfach nur darum, dass ich nach meinen Möglichkeiten oder die ich gut finde, euch gerne daran teilhaben lasse, wie und was ich hier mache, ne? So. Jetzt gucken wir mal noch. Jetzt ein bisschen daneben gegangen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt noch da vorne ist. Das kriege ich nicht aufgehoben. Kriege ich nochmal hier an die Ecke irgendwas? Doch, das kriege ich weg. So, kriege ich hier das hier auch noch weg? Aber das liegt in so einer Kuhle drin. Das kriege ich gar nicht weg. Naja. Wenn ihr auch mal sowas habt, zeige ich euch mal gerade was. Ihr könnt in Baumenü gehen. Ja. Und dann könnt ihr auf Malen gehen. Und zum Beispiel hier die Farbe. Zack. Habt das weg. Ne? Also wenn ihr mal so einen Fall habt, ne? Kleiner Tipp mal so am Rande. Wer es noch nicht wusste oder sich immer gefragt hat, ah, wie kriege ich sowas weg? Ne? So, dann fahren wir jetzt gerade noch hier die Schaufel gerade da rein. Und dann haben wir ja das Gröbste auch schon mal hier vorne wieder weg. Und das können wir ja hier den Schafen auf jeden Fall schon mal geben. Das ist ja kein Problem. Ne? So haben die jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was Futter. Was die noch brauchen, ist Wasser. Wir brauchen auf jeden Fall ein Wasserfass. Und auch ein Fass, womit wir Milch wegbringen können. Ne? Mal gucken, ob wir da nicht irgendwie ein Universalfass bekommen. Müssen wir mal überlegen. Ne, das müssen wir uns auch noch anschaffen. So, dann hängen wir den mal an hier. Klappen mal aus. So, dann. Ich lasse jetzt so weitestgehend, egal was für eine Arbeit, versuche ich immer dann mit Cosplay zu machen. Warum nicht, ne? Ich sage immer gern, wenn das Zeug da ist, dann ist es da, um genutzt zu werden. Ne? So ist es doch. So, dann machen wir 2, da haben wir 18 Meter. Ja, machen wir weich, rund, scharf. Ja, machen wir scharf. So, 2, dann fährt er da rum und das ist doch super. So, wo haben wir hier den Startpunkt? So, fahren wir gerade mal vor. Und dann starten wir den Collision hier. So, wieso nimmt er jetzt nicht da? Ach, da zeigt er gar nicht mehr an. Okay. Übrigens, ich habe da mal Cosplay geupdatet. Jetzt mittlerweile Version 7.2.1.2. Ne? Ich kann euch absolut nicht sagen, was gefixt worden ist. Oder was dazugekommen ist. Ich habe nur gesehen, neueste Version, ab runterladen, ab ins Spiel, fertig.
Ja, manchmal ist es halt ein bisschen chaotisch, ne? Aber trotz alledem, Leute, wenn ihr Spaß hattet und ihr findet das doch irgendwo amüsant, sag mal so, würde ich mich noch gerne über ein Däumchen von euch freuen, wenn ihr den nach oben da lasst und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt von meinem spontanen Kauf sagt. Also ich finde das gar nicht so schlecht, ne? Also wir haben jetzt einen Frontlader auf jeden Fall. Man könnte jetzt mal noch gucken, ob man nicht irgendeinen Mod findet, wo gegebenenfalls noch eine Größe... Wo will er dann hin? Naja, gut. Wo man gegebenenfalls noch eine größere Schaufel haben. Es gibt ja, wisst ihr ja auch, es gibt tausende Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.